Hallo zusammen, salve a tutti. Wir haben Mittwoch, den 3. November und es ist 17.39 Uhr. Der DAX schließt mit 15.957. Ich meine, das waren doch jetzt schon mal 3 Tage, da war doch für jeden was dabei. Ja, für die positiv gestimmten sowas wie HelloFresh. Das waren ja, was waren denn das? Das waren 18 Euro. Das ist schon ordentlich, das muss ich sagen. Oder Telekom oder Adidas oder Nebenwerte wie Lufthansa, super. Ich habe sogar gesehen, die Bayer hat sich bewegt. Die ging tatsächlich über 50, dass ich das noch erleben darf. Sensationell. Aber es war auch was für die Shorts dabei mit VW zum Beispiel. Wir haben in den Nebenwerten sowas wie Heidelberger Druck oder TeamViewer. Da geht es richtig ab. Der DAX selbst, ich empfand den als insgesamt sehr ruhig, sehr diszipliniert, keine wilden Schwankungen. Und das ist er jetzt hier auf Tagesblick. Wir sind nach wie vor hier in Reichweite, Schlag- oder Spuckdistanz zu dem All-Time-High. Können wir machen. Ich weiß nicht, warum der sich nicht traut. Ich gewinne mehr und mehr den Eindruck, dass wir diese 16.000 nicht während des Tages rausnehmen. Da hält zu viel dagegen. Das traue ich dir aber sehr gut über Nacht zu. Dass wir also dann reinkommen, da sind wir 16.050 oder so. Der hat noch alle Chancen. Das untere Band geht ein bisschen höher. Das heißt, die Wolla sollte insgesamt ein bisschen runterkommen. Und die Bänder wieder etwas zusammen. Wir sind völlig in Ordnung vom MACD. Wir gelten als Überkaufen, das ist doch hastig, aber das ist egal. Der hat genau das gemacht, was ich am Sonntag gesagt habe. Wenn der über die 15.777 geht, dann ist dieses Verkaufssignal hier, was wir hatten am Freitagabend, wird sofort negiert. Genau das hat er gemacht. Also das war schon, das muss man einfach mal im Blick behalten, solche Geschichten. Gucken wir mal auf den 4-Stunden-Chart, ob da irgendwie was anderes ist. Und da sieht es so ein bisschen aus, also hier sieht man die Angst des Torwarts vorm Elfmeter. Der tut sich schwer hier, tut sich wirklich schwer. Deswegen bleibe ich bei der Vermutung, wenn wir es rausnehmen, machen wir das über Nacht und nicht während des Tages. Da kommt einfach zu viel Druck dann drauf. Aber schauen, es ist alles in Ordnung hier. Es wird leichter über das MACD, aber das muss es auch, weil hier wir diese Seitwärtsphase haben, was so ein bisschen aussieht wie eine Flagge. Und wir gelten auch hier als überkauft über die Stochastik, aber grundsätzlich absolut alles in Ordnung. Was zeigt denn die Stunde? So, da kann man jetzt die Flagge besser sehen. So würde ich die jetzt momentan ziehen. Das ist die untere Begrenzung 15.921 und die obere ist hier bei 15.976. In diesem Kanal befinden wir uns momentan. Das kann durchaus eine Flagge werden. Wäre mir lieber, wenn wir noch ein bisschen korrigiert hätten, tun wir aber nicht. Und über die Stunde sieht es gar nicht so schlecht aus, nach wie vor. Das fängt schon wieder leicht an, hier sich über das MACD nach oben zu bewegen und Stochastik auf neutralem Niveau nach oben gedreht. Also grundsätzlich, der Markt behält sich absolut alle Chancen. Und ich glaube aber nochmal, dass wir die 16.000 zwischen 9 und 17.30 Uhr, ich kann mir vorstellen, das wird schwer, aber die ist nicht abgesungen. Also ein All-Time-High ist hier noch nach wie vor locker drin. Genauso wie wir darauf warten, dass der Nasdaq endlich mal ein bisschen deutlicher über die 16.000 geht. Ich habe euch diesen Call hier mitgebracht. Das sind 15.413er. Den habe ich deswegen gewählt. Sieht man es über die 4 Stunden. Das hier ist so ein kleines Zwischentief. Verbindet sich mit dem 200er gleitenden Durchschnitt auf 4 Stunden Basis. Da sollten wir bitte nicht runter. Das wäre nicht so schick. Da haben wir zwar hier noch so eine kleine Unterstützung, aber das wäre nicht schön, wenn wir da drunter gehen würden. Deswegen habe ich den Call so gewählt, dass wir ein bisschen weiter davon wegliegen. In dem Moment, in dem wir hier unter die 15.500 gehen, sowas wie 15.470 oder so, muss der gestoppt werden. Das ist wie gesagt ein 15.413er mit der Kennnummer GX2X2C. Beim Put kann ich es mir vom Aussuchen ein bisschen einfacher machen. Und zwar, ich gehe jetzt ein bisschen deutlicher weg. Mit dem 28er Hebel bin ich hier, 16.520. Das ist unüblich weit, aber wie gesagt, wenn wir über Nacht da drüber gehen, dann kommt da nochmal ein Schub rein. Und das ist die GX49MH. Den lege ich mir zwar auf die Watchlist, aber den möchte ich eigentlich erst dann anfangen, wenn wir hier unter der 15.920 sind. Deswegen, so weit ist der gar nicht weg. Aber nochmal, der Markt hat alle Chancen, er muss ihn nur langsam mal nutzen, weil sonst verbraucht er sich hier oben. Und ich habe das Gefühl, er ist für schlechte Nachrichten anfälliger als für gute. Tja, was können gute sein? Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.